Sache, sein Altpapier in einer blauen Tonne zu sammeln. Am Abholtag wird das Behältnis einfach an die Straße gezogen und fertig. Dabei gibt es seit ganz langer Zeit eine zweite Möglichkeit. Der TSV Walhöfen sammelt jeden Monat Altpapier ein, das an den Straßen liegt. Der Erlös aus der Aktion kommt der Jugendarbeit im Verein zugute. Durch die vielen blauen Tonnen in Walhöfen geht der Erlös aber zurück. Mit dem Hochdruckreiniger und viel Gefühl geht es dem groben Schmutz an den Kragen. Die Torfkannschiffer Osterholz-Scharmbeck haben ihre 4 Dielenboote ins Winterlager verfrachtet. Nachdem die Kähne aus dem Wasser geholt worden sind, stehen Trailer und Ladung ruckzuck in der Halle. Mit Rollböcken fixiert sind die Torfkähne bereit für die Überwinterung. Bitte schön, Frau Hinzpeter. Wo nehmen es mein Söhn? Wie ein Putzbüdel, Frau Hinzpeter. Wo nehmen es her? Wieder einmal war der Name Programm. Das Ohnsorg-Theater spielte die plattdeutsche Komödie In Mann mit Charakter. Das Publikum in der Stadthalle hat die 2 Stunden quirlige plattdeutsche Unterhaltung gut gelaunt genossen und belohnte die Schauspieler mit langanhaltendem Applaus. Carsten Brünjes ist gelernter Kfz-Mechatroniker und momentan mitten in der Reifenwechselsaison. Im Halbstundentakt ziehen er und seine Kollegen Winterreifen auf. Wenn die Temperaturen unter 7 Grad fallen, sollten die Sommerreifen abmontiert werden, weiß der Reifenprofi, der seit 34 Jahren Mechaniker ist. Die Wildschweinjagd während der Ernte ist nicht unumstritten. Ihre Gewehre halten die 3 Jäger stets im Anschlag, während sie das Feld nicht aus den Augen lassen. Erlegt wird er das Wild, weil es eine Gefahr sei.